In der EU sollen nach dem Willen des EU-Parlaments künftig mehr Bäume in Städten gepflanzt, mehr Wälder wieder aufgeforstet und Flüsse wieder in ihren natürlichen Zustand versetzt werden. Im EU-Parlament in Straßburg stimmte nun eine Mehrheit für das Vorhaben. Ein prominenter Gast wohnte der Abstimmung bei und zeigte sich sichtlich erfreut über das Ergebnis. Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg. Sie ließ sich zu einer frechen Geste hinreißen. Auf einem Bild der Nachrichtenagentur AFP lacht Thunberg in die Kamera und zeigt zwei ausgestreckte Mittelfinger, offenbar an die Gegner des Gesetzes gerichtet. Zuvor hatte sie an die Abgeordneten appelliert. Unsere Botschaft an die Politiker lautet, es sich für die Natur und die Menschen statt für Profit und Gier zu entscheiden. Es ist absurd, dass wir für das absolute Minimum kämpfen müssen, sagte sie kurz nach der Abstimmung.